Am Freitagabend startet der Kleinkunstherbst im Kulturzentrum Franz K. in Reutlingen. Den Auftakt macht der Kabarettist Muhsin Ormuka mit seinem Programm Integration à la IKEA. Noch bis zum Jahresende können sich Besucher beim Kleinkunstherbst auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Der Kleinkunstherbst ist es sozusagen Destillat aus den Kleinkunstveranstaltungen im Herbst, zusammengefasst, gemeinsam beworben. Die Kleinkunst hat ja auch eine gewisse Bandbreite, also wir haben Musikkabarett, wir haben zum Beispiel auch Kabarett ohne Worte, wir haben teilweise auch intelligente Comedy, wir haben Kleinkünstler, die aus dem Slam kommen. Doch auch im normalen Saisonbetrieb, der bereits Anfang September startete, hat das Franz K. so einiges zu bieten. Wir decken ja alle Sparten ab. Wir haben sowohl Kleinkunst als auch Musik, als auch Wortveranstaltungen, die nicht künstlerisch, sondern inhaltlich orientiert sind. Wir haben Mitmachformate, die tatsächlich auch das Publikum einladen, sich selber zu beteiligen. Wir haben hier und da Film, einfach eine ganze Bandbreite von unterschiedlichsten Genres. Zur neuen Spielzeit 2019-2020 hat das Kulturzentrum drei größere Neuerungen vorgenommen. Eine davon ist Björn Dähn. Bisher war er für das Hausmanagement zuständig, nun übernimmt er das Booking für Musikveranstaltungen. Doch auch in anderen Bereichen gibt es Neues. Außerdem werden wir es voraussichtlich im Sommer 2020 unser Intercom-Festival, also unser interkulturelles Open Air, auf dem Postareal veranstalten. Das ist ein Platz zwischen Paketpost und Franz K., schön an der Echertz gelegen. Und das Dritte ist, dass wir mit anderen Kulturhäusern ein Vielfalt-Abo entwickelt haben, bei dem die Nutzerinnen und Nutzer die verschiedenen Häuser besuchen können und sich vier Veranstaltungen zum Thema Tanz, Sprech, herausragende Musikveranstaltungen, Württembergische Philharmonie-Konzert anschauen können. Mehr Infos über das aktuelle Programm vom Franz K. gibt es unter der eingeblendeten Adresse. Der letzte Programmpunkt des Kleinkunstherbstes wird am 13. Dezember von Ingmar Stadelmann präsentiert. Danach geht es mit den regulären Veranstaltungen der aktuellen Spielzeit weiter.